Im August ändert sich merklich die Jahreszeit. Denn auf die Julihitze folgt nun eine kühlere Temperatur und auch mitunter Regen. Allerdings scheint trotz Regen die Feuchtigkeit mit diesem Temperaturabfall zu verdunsten und hinterlässt die Leichtigkeit und die Klarheit des Herbstes. Die Augustluft ist frisch, klar und trocken, und mit diesen Herbstverboten fragt sich die eine oder andere von euch, wo denn jetzt der Sommer geblieben ist. Ja, dies ist der Beginn der Watersaison. Anzeichen einer unausgeglichenen Trockenheit sind nun Blähungen, Verstopfungen, Schlaflosigkeit oder auch Angstzustände und ein einfach zerstreuter Geist. Wenn man zu Verstopfungen neigt, dann wird es in den ersten kühlen Augustmorgen schlimm. Um diese Watersymptome in Schach zu halten, hält man nun am besten eine Watter-beruhigende Ernährung und tägliche Routine an. Eine tägliche oder auch wöchentliche Selbstölmassage Baba Yaga hilft zum Beispiel, dieser Herbsttrockenheit entgegenzuwirken und die Haut strahlen zu lassen. Auch und gerade jetzt frische Pfirsiche und auch reife Tomaten das perfekte Mittel, um dieser Trockenheit entgegenzuwirken. Eine Prise Salz und eine Zitronen- oder Limettenscheibe im Wasser kann auch helfen, falls man zu extremer Trockenheit neigt. Denn das Salz hilft, die Feuchtigkeit im Körper zu speichern, und die Zitrone regt die Verdauung an. Schließlich ist der August jetzt ein entscheidender Monat. Wenn der Sommer zu verdünsten beginnt, ja, dann genießen wir das Vergnügen ein paar letzter Tage in Ruhe. Und wir gönnen uns eine liebevolle Pflege, genau die, nach der sich der Körper sehnt und auch dir für den bevorstehenden Herbst braucht. Ich wünsche euch einen tollen August. Genießt die letzten Tage. Liebe und Licht. Namaste.